Hallo und herzlich willkommen zum September-Update von Build the Earth Germany. Wir bauen seit über 2 Jahren mit mehr als 1000 Verrückten ganz Deutschland 1:1 in Minecraft nach. In diesem Video zeigen wir, was wir alles im letzten Monat geschafft haben. Wenn du auch beim Bauen mithelfen willst, kannst du dich gerne bei uns bewerben. Alle Infos dazu sind auf unserem Discord. Link in der Videobeschreibung. Der Regensburger Dom ist eine im 14. Jahrhundert von Franz Josef von Denzinger erbaute gotische Kathedrale in Regensburg mit einer Höhe von etwa 105 Metern. Das entspricht etwa der Höhe eines Fußballfelds. Das hier ist das DAV Kletter- und Boulderzentrum Karlsruhe mit einer Fläche von 670 Quadratmetern und einer Höhe von 12,5 Metern sowie 2 Abteilungen des Sports- und Schwimmclubs Karlsruhe. Das Lufthansa Aviation Center ist die Zentrale der Lufthansa Group direkt am Frankfurter Flughafen. Das gesamte Gebäude ist mit einer 55.000 Quadratmeter großen Glasfläche ausgekleidet, die laut Lufthansa für die Weltoffenheit der Fliegerei steht. Und jetzt noch eine allgemeine Information zum Server. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, waren unsere Server für ein paar Wochen nicht erreichbar. Das lag an einem Umzug des Servers in ein anderes Rechenzentrum, da es mit dem alten Rechenzentrum Probleme gab. Dafür ist die Leistung nun noch besser. Der Grund, warum das Ganze so lange gedauert hat, liegt daran, dass wir viele Daten wiederherstellen und auf Backups zurückgreifen mussten. Teilweise mussten sogar Dinge wieder neu programmiert werden. Das Serverteam hat viel Zeit und Arbeit investiert, um alles zum Laufen zu bekommen. Wir arbeiten alle an diesem Projekt ehrenamtlich, was für viele ein großer Zeitfaktor nebenher ist. Allerdings werden wir in Zukunft versuchen, darauf zu achten, in unseren Abschätzungen, was Zeit für Releases, Fixes, Updates und so weiter angeht, präziser zu sein. Das war's für diesen Monat. Wenn ihr die nächsten Updates nicht verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal und gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat.